Hallo ihr Lieben, ich bin wieder da. Heute trinken wir ein bisschen Tee. Wie geht es euch? Falls nicht gut, morgen wird es dir besser gehen. Und falls gut, dann keeping. Continue being good. So, also mich hat diese Woche ein Thema beschäftigt. Und das war Schlafen. Ach, wenn du unausgeschlafen bist, man ist so irritiert, Heidi. Bist du auch so irritiert und so leicht reizbar? Ja, dann soll man mich besser in Ruhe lassen. Bei mir auch, ja. Ich zieh mal meine Brille ab, damit ihr meine Schönheit in Vollkommenheit sehen könnt. Zumindest das. Also ich... Zurück zu unserem Thema. Also ich war ja total irritiert und leicht reizbar und alles macht keinen Sinn und es macht alles Sinn und du hast das Gefühl, die Zeit rennt irgendwie. Ja, hast du auch das Gefühl so, dass die Zeit einfach so, ja, es ist nächsten Tag und du hast dir vorgenommen, dass du gestern Abend früh ins Bett gehen wolltest, aber das ist so, ja. Hast du das auch, du als Nachteule? Mensch. Ja, naja, ich schlafe ja nachts sowieso nicht gut. Und tagsüber? Also tagsüber könnte ich gut schlafen. Ja, aber warum konntest du? Ich dachte, du bist Rentner, hast du. Bist du trotzdem in Bewegung? Bist du diese Rentner, die nie Zeit haben? Ja, Rentner haben niemals Zeit, das ist so. Die haben niemals Zeit, die sind immer unterwegs. Ja, es geht so einkaufen um 8 Uhr abends. Ja. Ja. Und morgen früh um 8 Uhr stehen die schon da, wenn der Laden aufmacht. Ja, ich bestimmt nicht, um die Zeit nicht. Aber du gehst doch lieber immer abends einkaufen als morgen früh. Ja, da sind nicht so viele Leute. Da ist das ausgeglichener. Und warum bist du nicht ausgeschlafen tagsüber? Bist du auch nur am Rennen? Ja, da habe ich nicht so die Ruhe im Moment. Hast du nicht die Ruhe? Ja. Aber es ist jeder irgendwie ruhelos und irgendwie alle was so meine, die Corona hat uns jetzt schon sowieso aus der Bahn geschmissen und dann das nochmal jetzt mit dem Russland-Ukraine-Konflikt, das ist die richtige Bezeichnung davon. Du kannst gar nicht planen, Heidi. Wenn du was planst, passiert der nächste Shanghainigans. Ach, ich höre nicht gerne die schlechten Nachrichten und die kommen immer wieder. Die sind, du kannst nicht, also ich als junger Mensch, ich kann nicht planen. Ich fühle mich so, alle meine Pläne sind 0815, um ganz genau zu sein, es ist 0815. Weißt du, du planst und der nächste Teufel und der nächste Satansohn steht dir vor der Haustür und sagt, aha, hier bin ich. Geht nicht. Weißt du, ich habe geplant so vor Corona, bla bla bla. Was passiert? Corona war da. Jetzt plane ich wieder, was passiert? Putin ist da. Ja, man hat keine Ruhe. Man hat keine Ruhe. Man hat immer ein Problem, was man wälzt. Und das mal aushalten muss. Ich meine, mit Corona musst du sowieso aushalten. Ja. Da gibt es keinen Weg vorbei. Mit Putin können wir nichts tun. Nee. Aus zu hoffen, dass er irgendwann in die Besinnung kommt. Und das kann dauern. Das weiß man nicht, ob der das schafft. Oh, ja. So, und sonst, Heidi, was hat dich beschäftigt, außer Russland-Ukraine-Konflikt? Alles Mögliche und nichts. Ja, du hast dich aufgeregt wegen deinem Essen, dass du immer dein Essen vorgegessen hast. Ja. Das hat dich auch beschäftigt. Das war auch so ein Ding, ja. Aber... Also überlebt. Ja, ich überlebe ja fast alles. So, sei wie Heidi und egal was kommt... Nur und die Harten kommen in den Garten. Das ist so deutsch, nur die Harten kommen in den Garten. Und was machen die im Garten? Der nächste Garten steht immer bereit, Heidi. Ja. Das ist ja das Problem. Deswegen, ich bin schwach. Ich musste irgendwann in den Garten gehen. Weißt du, wie viel Arbeit du machen musst, wenn du in den Gartenarbeit bist? Ja, dann lebe ich wieder schwach und warte da draußen. Wir reden ja nicht vom Gartenarbeiten. Sondern? Von Garten gehen. Gehen? Du musst nur einfach im Garten rumsitzen. Ja, aber jemand muss das pflegen und hegen.
Ja, und nur die, die da drin sind, müssen das machen. Dafür habe ich dich. Ich bin draußen, Heidi. Ich bin schwach. Ich bin sehr schwach. Ich bin nur da, um ein- und auszuatmen, andere Leute Sauerstoff vorzunehmen. Wegzunehmen. Böses Mädchen. Ja, man muss nicht immer stark sein. Man muss nicht immer alles wissen. Nein. Ja. Also ich lerne ja auch so sehr zu sagen, ich weiß es nicht. Und ich würde mich darum nicht kümmern, diese Information zu kriegen. Weil früher war es so peinlich und du sagst, ich weiß es nicht. So, und dann hast du mal so ein Bedürfnis, alles, weißt du, immer Zugang zu Informationen. Nur weil ich den Zugang dazu habe, heißt nicht unbedingt, dass mich das Information interessieren. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja. So sei. Manchmal ist es gut zu sagen, ich möchte es nicht wissen. Nicht, weil man doof ist oder schwach, weil man einfach andere Probleme hat in der Augenblick. Es ist nicht wahr zu sagen. Alles zu viel. Ja, es ist so viel. Du hast deine eigene Schangalinge in den Kopf und dann musst du dich nochmal zusätzliche Informationen. Manchmal ist dein Kopf zugemüllt mit Informationen, dass du erstmal aufräumen musst, bevor du dir noch Zusatzinformationen reinholen. Ja. Okay? Pass auf euch auf. Versorge euch mit ausreichend Flüssigkeit. Trink Tee. Schlaft gut. Weil Kaffee ist ja teuer. Alles ist ja teuer. Tee, die vorher 99 Cent gekostet haben, kostet jetzt 1,59 Euro. Ja. Also uns bleibt nichts übrig als Wasser. So fast gesund. Ist gesund. Und ja, sorgt dafür, dass ihr ausreichend Flüssigkeit zu euch nehmt. Zumindest das. Informationen können ja immer noch sagen, halt, stopp. Das muss ich nicht wissen. Ich will mich darum nicht kümmern, diese Informationen zu kriegen. Ich bin schon, meine Kopf ist schon zugemüllt. Ich muss erstmal aufräumen. Oder ich habe das. Und man kann ja auch sagen, ich habe meinen Kopf schon ausgeräumt. Ich muss noch nicht zusätzliche. Wie soll ich das noch? Ich muss noch nicht zusätzliche Scheiße auf meinen Teppich. Ich habe jetzt gerade sauber gemacht. Also, Leute, trink euch. Flüssigkeit nicht vergessen. Trinkflüssigkeit. Nicht Trinkflüssigkeit. Trink aus. Trinkflüssigkeit. Oh, Heidi, das ist so peinlich. Versorge euch mit ausreichend Flüssigkeit. Trink die. Geh selbst unter Quarantäne. Das ist das Allergünstigste, was man jetzt machen kann. So freiwillige Quarantäne. Weil Reisen, irgendwo hingehen, mit Auto fahren, ist es teuer. Bleib einfach zu Hause. Ja, bleib zu Hause. Wir sind selbstgewollte Quarantäne. Ja, das ist das, was wir jetzt machen. Wir gehen nur draußen, wenn es sein muss. Wir kaufen nur das, was es sein muss. Nur wenn du Hunger hast und du hast nur was Bestimmtes essen. Pass auf euch auf. Pass auf eure Umgebung auf. Seht zu, dass ihr mit Leuten umgeben seid, die euch gut tut. Und wenn keiner ist, der euch gut tut, sei einfach allein. Es reicht schon dich. Du aus, dich selber, ja. Und wenn du selber mit dir nicht selber, wenn du mit dir selber nicht allein sein möchtest, jetzt sucht euch eine Heidi. Dann sucht euch eine Heidi. So wie ich. Tschüss, bis nächstes Mal. Pass auf euch auf. Adios.